nicht von Nachteil, vielleicht eher von Vorteil. Und wie beurteilen Sie diese Quotenregelung, die es zum Beispiel in den 80ern schon bei den Grünen gab? Hat die was gebracht? Ja, die Quote gibt es ja eigentlich in jeder Partei, bis auf unsere. Also in der CSU gibt es das nicht. Und ich bin eigentlich ganz froh, weil man doch sonst als Frau, denke ich, oft das Gefühl hätte, man ist da nur, weil man einer gewissen Quote entsprechen muss. Und deswegen sage ich ganz gern, dass bei uns die Frauen, die was geworden sind, halt Qualität und nicht Quote mitbringen. Und wie beurteilen Sie es im Ganzen? Hat die Quote insgesamt was gebracht? Also als erster Schritt für Frauen in der Politik? Es ist halt immer schwierig. Also ich denke, dass sich auch schon vor der Quote gute Frauen haben durchsetzen können. Nur das Engagement von vielen war halt eben auch nicht da. Bei manchen Parteien müssten halt jetzt, also ich glaube, dass manche Parteien heutzutage durch die Quote große Probleme haben, weil sie eben so an die Quote gebunden sind, dass sie dann eben auch auf den vorderen Plätzen nicht mehr diese hohe Qualität halten können, sondern sich an die Quote halten müssen. Vielleicht war es als Einstieg gut, aber jetzt hat sich's doch etwas überholt. Und ist vielleicht eine komische Frage, aber würden Sie sagen, es wird ja oft diskutiert, gibt es einen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Politik? Also es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Politik, weil man selbstverständlich eine ganz andere Herangehensweise an Themen hat. Und es ist ja auch gut so. Also ich glaube, der liebe Gott hat nicht umsonst Männer und Frauen geschaffen, dass sie nicht gleich sind, sondern auch Unterschiede mitbringen. Und man geht sicherlich an die Problemlösung anders ran, man geht an verschiedene Themen anders ran. Und das finde ich aber auch nicht schlimm, sondern ich finde es gerade das, was den Reiz ausmacht. Haben Sie vielleicht ein Beispiel, was für Sie in letzter Zeit schon typisch männlich war? Also zum Beispiel Gerhard Schröder galt ja auch ein bisschen als Macho. Haben Sie ein Beispiel, was für Sie typisch männliche Politik wäre? Ja, das ist jetzt schwierig. Also ich denke, vielleicht kann man es nur... Also typisch männlich ist für mich, dass wenn ein Mann gefragt wird, ob er einen Posten annimmt, dann sagt er als erstes, warum hat man mich nicht schon längst gefragt? Also da warte ich schon seit 5 Jahren auf die Frage, selbstverständlich mache ich das. Beziehungsweise er wartet gar nicht drauf, dass er gefragt wird. Wenn eine Frau gefragt wird, ob sie ein bestimmtes Amt haben will, dann fragt sie sich erstmal, kann ich das überhaupt? Das ist vielleicht der größte Unterschied. Ja, nun ist es ja so, in der Bundesregierung ist es, glaube ich, schon fast jetzt, das Kabinett ist Hälfte, Hälfte oder sogar noch mehr Frauen, ich weiß gar nicht. Denken Sie, Angela Merkel hat da jetzt viel getan für die endgültige Emanzipation? Also ich glaube, dass die Angela Merkel insofern viel bewirkt hat, indem es jetzt eben dann hoffentlich selbstverständlich ist, dass auch Frauen Bundeskanzler in Deutschland werden können. Wir haben in anderen Ländern ja schon öfter Regierungschefinnen gehabt. Deswegen war es eigentlich wirklich allerhöchste Zeit, dass das auch in Deutschland passiert. Und dass vielleicht dann in nächsten Wahlkämpfen nicht mehr darüber diskutiert wird, kann eine Frau das überhaupt, sondern sie hat bewiesen, da macht es gar keinen Unterschied, sondern selbstverständlich kann sie es, beziehungsweise es macht insofern einen Unterschied, als sie selbstverständlich bessere Politik macht als ihr Vorgänger. Gut, dann vielleicht nochmal zum Politikeinstieg. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, wie Ihr Weg in die Politik war? Also ich bin mit 14 in die Junge Union eingetreten, mit 16 in die CSU. Und habe mich zunächst auf lokaler Ebene engagiert, erst in meiner Gemeinde, dann in meinem Landkreis, später auf Bezirksebene und das waren halt alles sehr lokale Themen, also Säuberung des Baches, wenn der verschmutzt war oder sich für Spielplätze einsetzen, eine Ausstellung gegen Drogen haben wir organisiert und das ging dann im Studium weiter auf bayerische Ebene, habe da Bildungs- und Hochschulpolitik 3 Jahre lang gemacht als Landesvorsitzende von unserem Studentenverband und bin dann so auch in die Position gekommen, gefragt zu werden, ob ich 2002 für den Bundestag kandidieren will. Aber es hat, wie gesagt, erstmal wirklich mit rein lokalen Themen zu Hause angefangen. Wie kam das dazu? Haben Sie sich so sehr für diese lokalen Themen interessiert? War das irgendwie Ihre Leidenschaft? Oder? Ja, man möchte halt einfach, oder mir ging es damals so, dass man seinen eigenen Ort, ich komme aus einer 4000-Einwohner-Gemeinde in Franken, den möchte man lebens- und liebenswerter gestalten und sich da mit einbringen, da was zu organisieren. Das war eigentlich das, was ich wollte. Und ich denke, wenn es jetzt nicht die Politik geworden wäre, hätte ich mich sicherlich auf anderer Ebene auch engagiert für das Gemeinwohl zu Hause, ob es jetzt in der Kirche ist oder in irgendeiner Jugendgruppe. Aber bei mir war es halt die Junge Union. Und wie finden Sie heute Ihre Themen? Machen Sie das, was Sie interessiert? Oder gibt es da so Zuteilungen, dass jetzt gefragt wird, wir brauchen hier noch jemanden oder für den Ausschuss?
Ja, also ich hatte bislang das Glück, diese und letzte Periode, dass ich mir meine Themen noch immer aussuchen konnte. Und Themen außerhalb der Ausschüsse, die einem am Herzen liegen, die man auch behandelt, die ergeben sich, denke ich, auch oft aus einer gewissen Biografie raus. Also wenn ich mit 14 mich engagiere und kämpfe dann, ja, ich sag mal, für Spielplätze für die Kleinen, weil man eben selber gerade aus dem Spielplatzalter heraus ist, bewegt einen das wesentlich mehr. Als wenn man dann studiert, ist man sicherlich wesentlich mehr an Bildungs- und Hochschulpolitik interessiert, weil man da ganz nah dran ist. Und jetzt, wenn man eine Familie gegründet hat, spielt die Familienpolitik sicherlich auch eine größere Rolle, als sie das mit 14 tut. Also denke ich, dass bestimmte Themen auch immer auch was, neben den allgemeinen Themen, was immer auch noch mit der persönlichen Biografie zu tun haben. Mhm. Vielleicht können Sie diese Ausschussarbeit noch ein bisschen beschreiben. Sie sind ja jetzt in verschiedenen Ausschüssen. Was wird da zum Beispiel gemacht oder beredet und was wird am Ende beschlossen? Wie wirkt sich das dann auf die reale Welt aus? Das müssten Sie mir jetzt nochmal konkret sagen. Ja, das war ein bisschen unpräzise. Ja. Also nehmen wir mal diesen Ausschuss für Kultur und neue Medien, glaube ich. Kultur und Medien. Genau, was sind da so für Themen auf der, oder wie werden erstmal die Themen gesetzt für diesen Ausschuss und was wird dann da genau gemacht? Gut, ich meine, viele Themen ergeben sich einfach, wenn beispielsweise von der Europäischen Union eine Richtlinie kommt, wonach die einzelnen Länder in der Europäischen Union zu einem bestimmten Thema auch ihre Gesetze machen müssen, dann ist der Bundestag als Gesetzgeber selbstverständlich in der Pflicht. Wir mussten jetzt beispielsweise unsere Filmförderung in Deutschland neu regeln und dann gibt es da auch bestimmte Stichtage, an die man sich halten muss. Ja, und dann geht es ganz normal in den Ausschuss rein, ins Gesetzgebungsverfahren, dann setzen sich die einzelnen Berichterstatter zusammen, arbeiten da einen Gesetzentwurf aus, der wird dann im Ausschuss abgestimmt. Und er geht dann ins Plenum, wird dann beraten in erster, zweiter und dritter Lesung, wird abgestimmt und tritt dann zum bestimmten Tag in Kraft. Mhm. Nun wird ja oft gesagt, dass Lobbyisten in Berlin einen großen Einfluss haben. Wenn Sie jetzt meinetwegen sowas entscheiden wie die neue Filmförderung, klopfen da Leute an die Tür von meinetwegen jetzt vom großen Filmunternehmen und vertreten ihre Interessen jetzt für ein anstehendes Gesetz? Also jeder in Deutschland, jeder Bürger oder jedes Unternehmen oder egal, jeder Verein, jeder Verband, der sich nicht einmischen würde, der würde da, denke ich, auch was falsch machen. Also ich finde, dass das Thema Lobbyismus auch immer sehr negativ besetzt ist. Also Lobbyismus stellt man sich immer vor, da kommen Männer mit schwarzen Koffern, haben da Millionen drin und sagen, ihr macht das jetzt aber mal so und so. Also so läuft es nicht. Selbstverständlich kommen da Briefe und selbstverständlich wird da auch um Gespräche gebeten, wobei ich auch sagen muss, dass da nichts Verwerfliches dran ist, sondern es ist ja oft hilfreich, aus der Praxis Hinweise zu bekommen, wie sich das ein oder andere Gesetz dann in der Praxis auswirken würde, weil man da dann vielleicht nicht denken würde. Deswegen, selbstverständlich sind Lobbyisten da, aber ich finde auch, das ist auch ihre Pflicht, ihren Job zu machen, weil wenn sie erst danach kommen würden, wenn ein Gesetz schon verabschiedet ist, dann ist es halt zu spät, um dann noch rumzujammern, wenn sich dann in der Praxis irgendwas negativ auswirkt. Und wie kann man gewährleisten, dass man jetzt also genug Informationen hat, um die Interessen zu erkennen? Also dass man jetzt nicht meinetwegen einseitig einen Blick auf ein Thema hat, was jetzt einseitig geprägt ist von einer Interessengruppe? Ja, dafür gibt es ja dann auch die verschiedenen Fraktionen im Bundestag. Also die Opposition mischt sich ja auch gewaltig ein ins Gesetzgebungsverfahren und schafft es ja auch oft in den Ausschussberatungen noch Punkte zu setzen. Deswegen ist es gut, dass die Ausschüsse unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen, damit man sich eben auch nochmal da abstimmen kann. Und ich denke, dass der Bundestag so vielstimmig ist, dass man da gar keine Angst haben muss, dass irgendjemand nicht berücksichtigt wird. Mhm. Und wenn Sie jetzt zu einem Thema im Ausschuss meinetwegen eine bestimmte Position beziehen, ist die vorher mit der Partei abgeklärt? Ist das dann Parteiposition oder inwieweit sind Sie als einzelne Abgeordnete da verantwortlich? Also ich glaube, dass die meisten oder die großen Themen, die schwierigen Themen, die werden sowieso alle nochmal in der Fraktion vorher auch durchgesprochen und abgestimmt. Und wenn es dann Themen gibt, wo man anderer Meinung ist, das ist mir auch schon ab und zu so gegangen, dann meldet man bei der Fraktionsführung an, dass man anders abstimmen wird und ist das selbstverständlich nur seinem Gewissen unterworfen. Auf der anderen Seite muss man halt auch schauen, dass man das wirklich auch nur bei Gewissensentscheidungen macht, weil wir leben in einer Demokratie und da gilt für mich auch eine innerparteiliche Demokratie. Wenn die Mehrheit der Fraktion in eine bestimmte Richtung abstimmt, dann hat man das auch zu akzeptieren, weil die wenigsten Entscheidungen wirklich Gewissensentscheidungen sind. Mhm.
Und also wann ist für Sie eine Gewissensentscheidung? Wann würden Sie sich gegen den meinetwegen Fraktionszwang, ich weiß nicht, wie das genau heißt, also wenn dann beschlossen wird, Fraktionsdisziplin vielleicht. genau, wann würden Sie gegen die verstoßen? Wenn es beispielsweise um so Themen in der Bioethik geht, wenn es um Abtreibung geht, also alles, denke ich, was so wirklich auch auf Leben und Tod ist, wenn da die Fraktion, aber da muss man sagen, in solchen wichtigen Fragen ist es eigentlich meistens so, dass alle Fraktionen die Abstimmungen freigeben, dass sich da jeder wirklich nur nach seinem Gewissen entscheiden kann. Und dann habe ich nochmal eine Frage zum Bundestag, zu dem Ablauf. Wenn man da redet im Bundestag, für wen redet man da eigentlich? Redet man für die Abgeordneten oder für die Leute draußen, die das über die Medien verfolgen? Was ist Ihr Publikum? Sicherlich ist das direkte Publikum, was drin sitzt, die Kollegen, aber es ist natürlich schon so, dass die Argumente alle in den Ausschüssen schon ausgetauscht wurden und das Plenum dient wirklich auch zur Öffentlichkeitsdarstellung, weil es ja wichtig ist, dass die Bürger in Deutschland wissen, worüber eigentlich gesprochen wird. Deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, das auch so zu formulieren, dass es nicht nur die Kollegen verstehen, die drin sitzen, die auch im Thema drin sind, sondern dass es auch jeder Bürger, der sich nicht wochenlang mit demselben Thema beschäftigt, auch versteht, worum es eigentlich geht. Es wirkt ja wirklich manchmal ein bisschen wie ein kleines Theater, weil im Grunde ja die Positionen schon klar sind. Aber gibt es Momente, wo man sich zum Beispiel durch eine Rede von einem Kollegen überzeugen lässt, wo man reingeht in die Sitzung und hat eine bestimmte Meinung und kommt raus und hat eine andere Meinung, weil jemand anders einen überzeugt hat? Haben Sie sowas schon mal erlebt? In internen Sitzungen ist das sicherlich so, im Plenum dann weniger, weil da ja auch schon vorher drüber abgestimmt wurde. Da kommt dann auch nichts Neues mehr. Ja, gut. Und vielleicht können Sie noch beschreiben, wenn Sie selber eine Rede vorbereiten, wie wichtig ist denn das? Oder wie, vielleicht einfach nur den Ablauf mal beschreiben. So, wir sind ja auch noch, also schon eine Weile dabei, aber noch relativ jung. Ja, wie war Ihre erste Rede meinetwegen im Ja, die Bundestag? erste Rede war relativ schnell. Also die war schon nach 5, 6 Wochen, als ich im Bundestag war, wurde ich da ins kalte Wasser geschmissen. Und da hieß es, du sprichst morgen zu dem und dem Thema. Da geht man sicherlich anders ran als mittlerweile an die Redenvorbereitungen. Wobei es für mich auch immer ein großer Punkt ist, an welcher Stelle ich sprechen werde. Also jetzt gestern haben drei von unserer Fraktion gesprochen und ich war die dritte nach dem Haushaltsberichterstatter und der Ministerin. Da versuche ich natürlich schon vorher abzuklären, was da schon gesagt wird, weil man möchte ja nicht nochmal alles wiederholen, was schon vorher in der Debatte war. Und es ist insgesamt auch ein Unterschied, ob ich eine Debatte eröffne oder ob ich eben ziemlich am Schluss komme und nochmal versuchen muss, auch alles, was auch von der Opposition gesagt wurde, einzufangen. Deswegen kann man eigentlich sich konkret aufs Thema bringt es weniger, sich vorzubereiten, wenn man als letztes dran ist, weil man dann so viel reagiert auch auf andere, was die schon vorher gesprochen haben. Im Vergleich dazu, wenn ich anfange als Rednerin, dann kann ich ja alle Argumente vorbringen, weil ja noch keiner was gesagt hat. Also das kommt immer ein bisschen drauf aufs Thema an, es kommt auch auf die Länge der Redezeit an und es kommt auch darauf an welcher Stelle man spricht. Wie wichtig ist eine rhetorische Ausbildung oder die Fähigkeit, gut reden zu können im Bundestag? Also um die Kollegen nicht zu langweilen, wird es schon helfen. Ja. Ja. Und gibt es eine Möglichkeit, haben Sie das irgendwann mal richtig gelernt, irgendwie mal so ein Seminar besucht oder auch vielleicht, als Sie in den Bundestag kamen, gab es dafür so nochmal irgendwie ein kleines Briefing, so wie man das macht, reden, schreiben, reden, halten? Nee, da gibt es leider keine Schulungen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, irgendwo auf Fortbildungen zu gehen. Es wird nur meistens viel zu selten genutzt, aber es wäre sicherlich nicht verkehrt, wenn man das noch besser professionalisieren würde. Und dann, ich habe neulich ein Interview gesehen mit dem Herrn Lemmert, mit dem Bundestagspräsidenten. Lammert. Lammert, der hat sich ein bisschen beschwert oder angemerkt, dass es so viele Gesetze gibt, dass es so, vielleicht auch gerade das deutsche Parlament so ein bisschen die Idee hat, je mehr Gesetze, desto besser. Haben Sie schon mal ein Gesetz initiiert oder die Idee gehabt oder daran mitgearbeitet und wann ist das nötig, ein Gesetz zu machen? Können Sie es nochmal, Entschuldigung. Ja, pardon, ich war ein bisschen konfus. Also wann halten Sie es für nötig, ein Gesetz zu machen? Wann ist es das Kriterium erfüllt? Wann ist es notwendig, ein Gesetz zu machen? Das kann man so pauschal nicht beantworten. Also ich glaube, da gibt es auch ganz unterschiedliche
Kriterien. Wie gesagt, zum einen, wenn wir gezwungen sind, beispielsweise von der Europäischen Union, auf der anderen Seite, wenn irgendwo eine Gesetzeslücke ist, die geschlossen werden muss, oder wenn eben ja, sich Gegebenheiten ändern, wenn beispielsweise, ja, konkret, wenn unser Land beispielsweise in einer neuen Bedrohungslage ausgesetzt ist und wir finden, dass das Land nicht ausreichend geschützt ist, dann ist es selbstverständlich notwendig, ein neues Gesetz zu machen. Und so könnte man das, denke ich, jetzt in jedem Fachbereich durchdeklinieren. Ja,